liebe Leute, jetzt geht's in dieser Woche in das allerletzte Kapitel bei Let's Play Dirt 4, bevor es dann in der nächsten Woche hoffentlich weitergeht mit Let's Play Need for Speed Heat. Ja, und falls euch wundert, dass es hier ein bisschen mit der Akustik ein bisschen anders ist mittlerweile, liegt einfach daran, dass ich mitten im Umzugsstress bin und die Wohnung hier so gut wie leer ist. Also, was heißt leer ist, stehen halt noch die Sachen, die größtenteils hier bleiben und ein bisschen Kleinkram. Also, der größte Teil ist schon erledigt und alles drum und dran. Deswegen kommen auch momentan echt weniger Videos. Also, nicht wundern, dass heute momentan die Pause ist bei The Last of Us. Und bei Infamous. Also, momentan kann auch sein, dass es nur noch momentan jetzt erstmal Dirt kommt und Formel 1 und dann eine kleine, wie gesagt, bei den anderen Projekten kleine Pause, bis dann halt wieder alles auch in der neuen Wohnung steht und alles drum und dran und bis dann auch alles läuft und hast sie nicht gesehen. Das kann alles ein bisschen dauern. Also seht es bitte nach, dass momentan echt nicht viel kommt. Ich denke so vielleicht in 2-3 Wochen, dass wir dann halbwegs wieder auf dem Niveau sind, was ihr so ein bisschen auch von mir kennt. Ja, gut, wir gehen heute rein in den nächsten Teil, in den letzten Teil, und zwar mit der Rallycross auf jeden Fall. Und zwar haben wir 5 Rennen vor uns. 5 Dings, also 30 Rennen insgesamt. Was auf jeden Fall ansteht. Ich überlege gerade, wie ich es mache. 30 Rennen durch 4 sind 15, 7,5. Gut, das wäre ein bisschen viel für die Woche. Ich denke, wir gehen sogar noch in die nächste Woche mit rein. Okay, dann ist das so. Dann fangen wir heute an. Gut, dann haben wir 4, 8 Folgen bei den 8. Moment, hier 8. 8, 16, 20, 20. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Naja, wir fangen auf jeden Fall mal an mit Schweden. Ich gucke mir mal gerade das erste Ding an. Mir jetzt gerade schon ein bisschen, es ist Westenliste, okay. Ja, wie immer sei. Wir gehen auf jeden Fall rein. Erstmal fangen wir an. Wir fangen an mit einem Ford Focus RX, RS, RX, so rum ist es richtig. Und starten heute in den ersten Teil rein. Wir gucken uns heute, nachdem wie es alle ausläuft, Schweden komplett an. Ja, dann machen wir das so. Dann gehen wir nur, dann machen wir heute Schweden, dann machen wir die pro Tag 6 Rennen. Gut ist, passt. Denke ich mal, bei 1,2 Kilometer sollte das durchaus kein Problem sein. Ja, wie gesagt, heute Umzugsstress, heute viel, viel getan. Küche raus, komplett, alles drum und dran. Ja, wie gesagt, deswegen wird auch die Akustik jetzt die nächsten Tage ein bisschen schlimmer werden. Seht es mir aber, wie gesagt, ein bisschen nach. Ja, hör jetzt, Schweden. Das ist der Auftakt heute, den wir uns sehen. Qualifying-Läufe Q1. Alle 16 Teilnehmer fahren Gruppen zu je 4 Fahrern um die schnellste Zeit und auf Laufpunkte, die von ihrer Platzierung abhängen. Nach 4 Läufen steigen die besten 12 Fahrer ins Lauf. Dann fragen wir sie ins Semifinale auf. Okay, so geht's für ihn auf jeden Fall los. Gut, schauen wir mal. So, Fahrzeug tunen. Wir brauchen kein weiteres Dings. Wir gehen also rein ins Rennen. Ja, bitte. Wir müssen nur 5 Fahrzeuge. Egal. Wir haben ja alle Renningenieure mittlerweile. Erledigt. Also dann haben wir ja genug Autos. Wir werden mit dem Ford Focus das Ding komplett durchziehen heute. Ich glaube, das wird auch die letzte Kohle sein, die wir hier ausgeben. So, schnell noch das Fahrwerk neu. Dann geht's ins erste Rennen. Es geht gleich los. Gib heute dein Bestes. Wir tun unser Bestes. Auf jeden Fall. Bereit. Los, los, los. Weil ich setze jetzt schon das Joker Delta auf. Aufs Spiel. Bleib ruhig. Das war jetzt übrigens keine Absicht. Mich wundert, wenn jetzt gleich eine Untersuchung kommt. Aber scheinbar keine Meldung.
Runde 1 durch. Wir haben unsere Joker-Runde ja schon absolviert. Und damit haben wir auf jeden Fall die Vorgabe erreicht. Ich konzentriere mich jetzt gerade nur auf mein eigenes Rennen. Naja, wir nehmen auf jeden Fall den Montag noch mit. Bei 5 Rennen geht das noch. Ich gucke jetzt auch nicht gerade, wie der Abstand nach hinten ist. Polo haben wir eben umgedreht, glaube ich. Also jetzt haben wir alle ihre Joker-Runden durch. Und wir sind jetzt in unserer letzten Runde schon. So, ein paar Autos hört man noch so im Hintergrund, aber ich glaube, der Abstand müsste so gut sein, dass wir ja wirklich reichen nur Mini, um das Auto noch zu beruhigen, aber es ist auch herzlich egal. 242, wir sind durch. Wir stehen in der nächsten. Das war gute Arbeit. Wir stehen in der nächsten Runde. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Gut. Ja, vor uns zurück. So, Leute, zählt der jetzt auf jeden Fall. Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, dann passt das auch perfekt. Wunderbar. Dann machen wir das so. Dann sehen wir uns pro Rennen, pro Tag ein Rennen auf jeden Fall an. So, weiter geht's auf jeden Fall mit dem zweiten Rennen. Und zwar dem Q2. Da wollen wir natürlich auch wieder die Punkte holen. Die Ampel ist hoch. Und neben uns steht mit Sebastian Loeb. Der absolute Rallye-King, den wollen wir auf jeden Fall heute schlagen. So, direkt die Joker-Runde als erstes wieder absolvieren. Dann haben wir das Thema nämlich schon gegessen und dann kann man nämlich, kann nicht irgendwie passieren, oh, ich habe da was vergessen. Deswegen haben wir sie schon durch jetzt. Und der Unterschied ist nur eine knappe Sekunde, also das kriegen wir schon hin. Ich bin ja, wie gesagt, froh, dass wir das Thema im Rallye erledigt haben, dass wir jetzt auch mit dem Rallye-Cross jetzt ins große Finale einziehen. So, die erste Rundenzeit 41 Sekunden. Oh, etwas mehr. 41,5 Sekunden. Schön in die Ecke sliden. Wenn wir in die richtig interessanten Strecken kommen, weil bei dir auch schon jetzt mittlerweile dran gewöhnt ist. Der Fokus liegt doch sehr gut in der Bahn. Gefällt mir auf jeden Fall. Das Auto lässt sich sehr, sehr gut fahren. Wir wollen hier natürlich die nächsten Punkte klar machen. Oder als wieder noch ohne Joker-Runde ist es Sebastian Loeb. Der die wahrscheinlich jetzt in die letzte oder vorletzte Runde legen muss. Wie gesagt, eigentlich hatte ich angekündigt, danach mit 2.0 machen. Nein, wir sehen jetzt mal etwas mit Heat demnächst los, sobald das rauskommt. Das kommt nämlich am 8. November. Und dann machen wir danach Dirt 2.0. Ja, die Bremsenmischung sind ein Problemchen, aber wir kriegen es hin. Wir führen
ziemlich deutlich. Wir sind in der letzten Runde, die letzten Kurven. Und dann entscheiden wir auch Q2 für uns. Ja, ja, der Abstand ist groß genug. Die anderen Jungs sind gerade erst hinter dieser Kurve hier. Jetzt haben wir gefahren an 2,42. Jetzt sind wir bei 2,38. Ja, das ist ein Sieg. Laufergebnis weiter? Was? Ach Gott, ja, gut, wegen der Zeiten. Ja, es geht nicht um die Position, es geht um die Zeiten. Wie schnell sind so eine Laufpunkte, die von ihrer Platzierung abhängen? Ja, beide zusammen. Okay. Ah, ist es aber nicht tragisch. Da, Lauf Nummer 3. Oh, der Mini kommt aber gut weg hier. Ja, da konnte ich jetzt über die Joker und nicht fahren, weil da zwei Autos im Weg standen. Aber das kriegen wir noch. Da fahren wir sie halt in den zweiten Versuch. Es wäre wichtig, wenn der Kollege nämlich nicht als erstes da durchstartet. So. Die Führung haben wir auf jeden Fall. Wir haben unsere Joker-Runde schon durch. Und 30,5 als Zwischenzeit. Beziehungsmäßig sind wir durch. Die Zwischenzeit, die schnellste Zeit hat gerade der Zweitplatzierte. Werden sie mit diesem Versuch definitiv nicht fahren. Aber nicht zu mehr. Dürfte nicht für Platz 1 reichen. Doch, es reicht für Platz 1. Okay, wir sind dabei. Wir holen wieder 50 Punkte. Und damit brauchen wir im letzten Lauf uns eigentlich nur zu qualifizieren. Q4, liebe Leute, steht jetzt an. Deswegen 6 Rennen. Okay. Erklärt den Modus. 4 Vorläufe, 4 Viertelfinals, 2 Halbfinals und das Finale. So, weiter geht's. Wieder einer gut weggekommen. Auch wieder im Fokus. Und das Herz sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Lass dich nicht ablenken und konzentrier dich. So. Thank you.
Ich bin fast rausgerutscht, zu weit rausgerutscht. Wir wollen uns ja hier dann sich qualifizieren. Vorletzte Runde im Viertelfinale. Die Rennkommissare prüfen, ob du dir durch Kurvenschneiden einen Vorteil verschafft hast. Ja, ja. Das war aber keine Absicht, definitiv nicht. Aber ist auch nicht tragisch. Wir sollten eigentlich locker dabei sein als Erster. Und dann haben wir auch die schnellste Zeit. Mit 37,3. Und das müsste sogar eine 36er Zeit gewesen sein. Die Rennkommissare haben entschieden, dich nicht wegen Kurvenschneiden zu bestrafen. Und dann sind wir safe erst. Aber gut, es war auch nicht dramatisch jetzt. Aber wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben unsere Bestzeit gefahren. 195 Punkte. Und damit sind wir auf jeden Fall safe qualifiziert. Raus sind diese drei Fahrer hier. Und derjenige mit dem Mini Countryman. Leider mit 139 Zählern draußen. Oh, ist das bitter. Der hat uns in einen Sieg, ja. Einen Sieg im zweiten Lauf hat er geholt. Aber danach haben wir alles dominiert. Wir haben dem Gegner, den Konkurrenten, nicht den Hauch einer Chance gelassen. Damit sind wir, wie gesagt, Erster. Die ersten drei aus dem Semifinale sind fürs Finale qualifiziert. Ganz einfach geht das jetzt weiter. Das ist genau so, wie wir es auch haben. Wieder geht's auf 5 mit 5 anderen. Also sind es zu 6 sind wir hier. Und dann gehen wir jetzt rein in das erste Halbfinale. Bzw. in das Halbfinale. Das sind 6. 6 Läufe, ja. So, wir müssen nur das Halbfinale jetzt überstehen. Am besten unter die ersten 3 kommen. Das würde, müsste reichen. Oder jetzt. So, schon mal durch. Joker-Runde absolviert. 6 Runden stehen heute an. Nicht nur 4, wie auch über den letzten Läufen. Noch ist ja hier überhaupt nichts entschieden. Das müssen wir ja auf jeden Fall noch hinkriegen. Aua. Katastrophenrunde. Der Auftakt hier in die zweite, in das Halbfinale. Hier aus Schweden. So, wir haben auch schon den Spotter durch. Also diese Joker-Runde, dieses grüne Ding da. Ja, da muss es ja einmal fahren. So, schön rein da. Reindriften. 38,4. Ich bin im 36, eine 36er Runde gefahren, die ganz gut war.
So, wir sind jetzt in Runde, wir gehen jetzt in die vorletzte Runde hier, für Runde 5. 38-2, war das aber noch eine beste Runde jetzt? Ja, war es. So reicht das sogar um die Jungs ja mal zu runden, zumindest das Ende des Feldes. So, die erste Halbzeithälfte schon über Runde. Und wir sind in unserer letzten Runde. Vielleicht reicht es sogar, um alles zu überrunden. Wir mischen es da gar nicht ein, sondern haben es einfach mal kurz geschafft, das komplette Fahrerfeld einmal zu überrunden. Wir haben jetzt eine Runde Vorsprung auf die Konkurrenz. Aber es reicht nicht, um die Gesamtzeit zu holen, oder? Doch, reicht es. Du kannst zufrieden sein. Das war gute Arbeit. Es müsste tatsächlich nochmal eine Bestzeit gesetzt haben. 36 irgendwas war das. Die 50 Punkte gehören müssten uns tatsächlich im letzten Versuch sein. Im letzten Versuch. Ja. Gut, und dann geht's jetzt ins Finale. Und jetzt geht's ins große Finale, liebe Leute. Hier nochmal. Ah gut, das ist nicht tragisch. So, Joker-Runde haben wir schon. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier rein um die Position geht oder wirklich um die schnellste Runde. Ich glaube, es müsste eigentlich sogar um die Position jetzt gehen. Nein. Schön einmal kurz die Heckschutz weggezogen, ja. Du wirst von den Rennkommissaren überprüft, weil sie glauben, dass du vom Kurs abgekommen bist. Ja, bin ich auch ein bisschen. Tschüss mit der Schürze. Ich hoffe, dass es keine Strafe gibt. 38,3, das ist eine schlechte Zeit für mich. Also um die reine Zeit gehen, müssen wir eigentlich vorne liegen. War besser die Zeit 37,6. Ah, ich krieg schon wieder eine Zeit, schon mal befürchtet. Die Rennkommissare prüfen, ob du vom Kurs abgekommen bist. Ich hoffe, dass es reicht.
Gut, da ist der komplette Trost. Es sind alle fünf aufeinander. Oh, da hat es einmal kurz die Heckscheibe. Da hat es irgendwo von dem Auto gerade die komplette Heckschutz weggerissen. Ja, von dem Scirocco da. Ich hoffe, von dem Scirocco hier. Ich hoffe, dass es rein um die Zeit, um die eigene Zeit geht. Es geht eigentlich nur gegen die um die Position, oder? Weil ich glaube, um die schnellste Runde kannst du es knicken. Dafür war die Rundung zu stark. Erster. Okay. Die Rennkommissare haben dir eine Zeitstrafe für Kurvenschneiden erteilt. Gut, aber es reicht, um ihn tatsächlich das Ding komplett nach Hause zu fahren. So. Schweden erfolgreich abgeschlossen. Die ersten 25 WM-Punkte geht schon mal auf uns. Und wir sind Level 54, bleiben aber, glaube ich, bei Legende, oder? Ja. Es gibt keinen höheren Rang als Legende. Gut. Und den nächsten Teil, da sehen wir uns wieder morgen um 14 Uhr. Und dann geht's in der Bretagne weiter. Bis dahin. Und tschüss.